Oh, keine Ahnung. Komm, okay, machen wir weiter. Huch! Ist ein, wo bin ich denn jetzt? Oh, nö! Ich habe ja gedacht, das wären die letzten. Verstärkung. So. Mal bei der Babasblume. Kriegen wir das oben einen Sprung hin eigentlich? Ja, kriegen wir. Super. Ach ja, ich liebe das. Käsekeule. Den Risiko gebe ich jetzt nicht ein. So, jetzt darfst du ein bisschen spielen hier. So. Bisschen Feuerchen gemacht. So. Wird aber wirklich nicht der einzige Spinner. Ja. So, Alter. Ach, mein Gott. Das ist zum Glück nur einer. Gott sei Dank. So. ...145 Crit, Junge. Du hast sie doch nicht mehr alle. Der hat gerade so geschrien danach. ...134, 130, okay. Gut. Der ist down, lull. Wat? Gut.
Na gut. Können wir gerne so weitermachen. Aber nicht mit diesen Gegnern langsam. So. Aber die zweite Küche. Eine Küche reicht anscheinend wohl nicht aus in diesem Schloss. Was haben wir denn hier für einen Raum? Unterkäse, Wunderkäse und Geld wartet. Da geht's anscheinend raus. Hä, aber warum? Geht's denn hier hin? Das ist der Rückweg. Okay. Da können wir später erst hin. Gut, dann haben wir es soweit erstmal alles. Ne? Genau. Reicht ja auch erstmal. So, aber, ey, gib Save, Junge. Sonst überlebe ich das hier nicht mehr. Aber uns fehlt doch noch ein Schlüssel. Bin ich jetzt bescheuert? Wir waren doch gerade schon. Okay, versteht das einer? Ah. Warte mal. Ich glaube, wir haben den Gegner. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe gerade den Gegner komplett falsch gemacht. Hey, sind ja alle respawned. Was ist denn für ein Scheiß? Nee, nee. Also, ich ignoriere jetzt erstmal die.
So, auf jeden Fall nochmal speichern. Weil irgendwas ist hier gerade nicht koscher. Sind alle respawned? Als ob nichts geschehen ist. Was ist denn das? Ich dachte, wir haben jetzt unsere Ruhe. So. Fakt ist, wir brauchen den blauen Key. Kriegen wir irgendwo einen Hinweis, wo er sein könnte? Könnte mir vorstellen, wo er ist. Zwar ganz unten, aber. Da haben wir doch geguckt. Ich ignoriere die Spasten jetzt einfach, weil. Dauert mir jetzt zu lange, jetzt hier jetzt mal zu fighten. Und hier sind sie alle weg. Also Selfcore ist hier irgendwie was noch. Vielleicht geben die roten und grünen Dinger uns Hinweise. Das müssen wir jetzt mal gucken. Machen wir erstmal den grünen auf. Du hast einen Glücksring. Toll. Huch! Ah, die Tür ist offen! Oh ja, Absonderlichkeit. Hier, hier, jetzt sind wir. Endlich frei! Die Karmics sind nun als Schergen dabei und mittels Karmic-Formation einsetzbar. Okay, üben wir mal. Fahrt die Form der leuchtenden Zauberstäbe nach, damit Borussia ihre Magie mit seinem Feuer verstärkt. Je mehr der Zauberstäbe du gestärkt hast, desto mehr Schaden verursacht die Magie der Karmics. Okay. Ach so. Okay, guck mal, das üben wir mal hier. Ja, einen Fehler habe ich gemacht, das habe ich gesehen. Machen wir nochmal. Einfach nur zur Verfestigung. Nein! Die Attacke ist aber geil. Die hat was. Die hat was.
dass euer Schrecklichkeit sich selbst anschickt, uns nicht zu befreien. Wie können wir euch für unsere Rettung bedanken? Wie wär's mit einem Freudentanz gleich hier und jetzt? Nein, besser stimmen wir eine Lobeshymne für König Bowser an. Schluss jetzt, lass uns sehen, Mama. Nein, ich finde, wir sollten ein Denkmal für Bowser einrichten. Nein. Doch, Penis. Ah, nein. Oh, jetzt empfiehlt's dir. Jawohl. Okay. Details holen müssen wir wahrscheinlich. Den blauen Schlüssel suchen. So wie es ausschaut. Aber hier kommst du doch nicht durch. Oder hat er sich hier ein Ernstes nochmal versteckt? Ich kann es mir nicht vorstellen, ne, kann ich ja. Ist auch nicht so. Gehe jetzt hier nochmal alles durch. Na. Ah. Fighten wollte ich jetzt ungern. So. So, der ist schon mal weg. So, jetzt noch mal schnell auf die Fräsen. Also ich habe kurz gesehen, dass er nach links gegangen ist. Oh. Wollte jetzt nicht fighten. Na gut, ist jetzt nur einer. Können wir mal das hier ausprobieren. Ach, ist zufällig. Ach so. Ah, okay. Boah, da ist aber sowas von down, Junge. Halleluja.
Ach du Schande. Ich habe eine Idee. Müssen wir mal kurz abhauen. Ah, wollte nämlich gucken, wann das Ding getriggert wird. Ach so, warte mal. Ich hab... Ah! Und bin ich denn nicht drauf gekommen? Natürlich, warte mal. Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar in den Raum rechts. Wo war doch hier irgendwo, nee. Ach, das war eins runter. Diesen Raum hier. Wo wir gesagt haben, da wäre doch bestimmt irgendwas. Selfcore ist da der blaue Schlüssel versteckt. Wenn wir hier suchen, ja. Dachte ich zumindest. Jetzt bin ich überfragt. Jetzt... Weil hier gerade zu googeln, aber... Ich guck mal ganz kurz. Ups, sorry. Bowser's Inside Story. Vielleicht habe ich doch irgendwas übersehen. Oh, ist das gemein. Ich habe es gerade gesehen. Der versteckt sich hier hinter. Das habe ich... Okay. Okay, jetzt ist er nach unten gegangen. Dann versteckt er sich hier wahrscheinlich? Okay, dann ist er wieder nach oben gegangen.
Deswegen auch diese ganzen Räume. Okay. I understand the point. Jetzt aber hier raus. Ist er wieder hier unten? Nein! Wollte eigentlich ja nicht fighten. Nächstes Mal setze ich Kamex-Formation ein. Und macht die Sache echt einfacher, glaube ich. Nicht. Okay. Let's go. Junge, Junge, Junge. Und da haben wir unsere 30, ja? Nee, 29 erst. Okay. So, jetzt ist er nach unten geschwört, sagt er. Hm. Ich weiß aber ganz genau, warum. Jetzt macht nämlich alles Sinn. Genau, genau, genau deswegen. Drecksau, Alter. Aber sehr gut versteckt, ne? Hat man ein bisschen Glück gehabt, ne? Hier wird er wahrscheinlich sich auch versteckt hätten können. Na, gehst du jetzt mal durch da. So, mal kurz speichern. Huch, was steht da? Da stand jetzt ein anderer Text. Immer tiefer geht es in den Palast. Wo ist die Prinzessin? Wo ist der Finsterstern? Wenn ich das bloß wüsste. Hier los? Pinball oder was? Okay. Tatsächlich Pinball. Gerne auch die anderen Secrets besuchen, to be honest. Hm.
Ausdauerarmband, okay. Da ist ein Save Point. Da geht es anscheinend weiter. Das heißt, hier rechts müsste es auch was geben. Ich mach's, glaube ich, ein bisschen zu stark. Da war ein super Käse, okay. Gut. Ah. Bisschen Bums braucht's noch. Nee, zu wenig Bums. So vielleicht. Ja. Saven wir hier nochmal ab.